Warum es keine gute Idee ist, auf die Auszahlung der Regelaltersrente zu verzichten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein wahrer Renditeknüller soll es sein, wenn ich auf die Auszahlung meiner Regelaltersrente verzichte und weiter arbeiten gehe. Denn ich bekomme ja in diesem Fall für jeden Monat, den ich später in Rente bekomme, einen Zuschlag von 0,5%. Das macht auf 12 Monate 6% mehr Rente, wenn ich also später in Rente gehe. Ich sage im Normalfall, nehmen Sie bitte bloß die Hände weg von diesem Vorschlag. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie könnten zum 01.01.2021 in die Regelaltersrente gehen und bekommen Bruttorente monatlich 1.000 Euro. Und dann hören Sie von Ihrem Versicherungsvertreter oder Makler, der es ja nur gut mit Ihnen meint, Mensch Alfons, geh doch weiterarbeiten und warte noch ein Jahr mit der Rente. Und Sie sagen, das hört sich doch aber gut an, 6% mehr Rente. Also gehen Sie zum 01.01.2022 in Rente und bekommen statt der 1.000 Euro Rente jetzt 6% mehr, also 1.060 Euro. Ja, Sie sind 12 Monate später in Rente gegangen, kriegen Sie diesen Zuschlag. Das geht im Übrigen mit dem Zuschlag nur bei der Regelaltersrente. Ein Jahr spätere Rente bedeutet auch einen Verlust von 12.000 Euro Bruttorentenleistung. Und Sie müssen sich ja mal vorstellen, Sie hätten bei der Regelaltersrente ab dem 1. Januar 2021 12 Monatsrenten bekommen, a 1.000 Euro plus anrechnungsfrei Hinzuverdienst. Das ist schon mal das eine. Und jetzt bekommen Sie für die 12.000 Euro 60 Euro mehr Rente. Und jetzt müssen Sie das irgendwie mal ausrechnen, was das eigentlich bedeutet, wenn ich diesen höheren Verlust an Rentenleistung durch die höhere Rentenzahlung kompensiere. Und dann dividiere ich einfach den Betrag 12.000 durch 60 Euro und komme auf die Zahl 200. Und das sind genau 200 Kalendermonate, um den Rentenverlust von 12.000 Euro mit der höheren Rente von 60 Euro zu kompensieren. Und das sind genau 16 Jahre plus 6 Kalendermonate. Das heißt also, unser Alfons müsste, wenn er im Jahr 2022 mit 68 Jahren in Rente geht, noch mindestens bis zum 85. Lebensjahr leben, damit er diesen Rentenverlust hier über die höhere Rente wirtschaftlich gesehen wieder kompensiert oder wieder gut macht. Und in Wirklichkeit beginnt die eigentliche Kompensation nicht nach 200 Kalendermonaten, sondern nach dem 201. Kalendermonat. Deshalb sage ich, das ist kein guter Deal, Hände weg davon. Und ich bin wirklich auf Ihre Meinung gespannt, was Sie zu diesem Thema sagen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.